KitKat. KitKat? KitKat, 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 Android! Hey Leute, willkommen zu meinem Review des Google Nexus 5. Das Google Nexus 5 kommt natürlich von Google, hat aber Hardware von LG. Zunächst fällt auf, dass es überraschend leicht in der Hand liegt. Es wiegt nur 130 Gramm. Es ist ja auch nur 8,6 mm dünn. Der nächste Blick wandert sofort auf das 4,95 Zoll große Full HD Display. Es sieht brillant aus, hat tolle, satte Farben und ist ordentlich hell. Mir persönlich gefällt auch das Design, in dem simple, klare Linien überwiegen und das sehr zurückhaltend ist, wirklich gut. Die Rückseite des Nexus 5 ist ähnlich, wie es schon beim Nexus 10 und 7 war, angeraut bzw. mattiert, damit es weich und sicher in der Hand liegt. Die Knöpfe des Nexus 5 sind aus Keramik gefertigt. Ihr könnt also problemlos euer Nexus 5 auf ein paar tausend Grad erhitzen und habt dann immer noch ein paar Stücke Keramik als Erinnerung. Spaß beiseite. Die Haptik ist toll und deutlich robuster sind sie dadurch auch. Auf der Unterseite des Nexus 5 gibt es zwei Öffnungen, die durch ein Gitter geschützt sind. Auf der linken Seite befindet sich ein Lautsprecher, auf der rechten Seite ein Mikrofon darunter verborgen. In der Mitte ist übrigens der Micro-USB-Anschluss. Einen Micro-SD-Kartenslot besitzt das Nexus 5 leider nicht. An der Oberseite bzw. Vorderseite des Nexus 5 gibt es zum einen die Hörmuschel und zum anderen die 3,5 mm Klinke bzw. der Kopfhöreranschluss. Die 1,3 Megapixel Vorderkamera ist sehr versteckt im Nexus 5. Die große 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite hingegen ist ein wirklicher Hingucker und vermutlich das markanteste Merkmal des Nexus 5. Die Besonderheit der Kamera ist der optische Bildstabilisator oder auf Englisch Optical Image Stabilizer, und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Dies ist übrigens ein Werbeclip vom LG G2, welches hardwaretechnisch dem Nexus 5 sehr ähnlich ist. Angetrieben wird das Nexus 5 von einem der momentan leistungsfähigsten CPUs auf dem Handymarkt, dem Snapdragon 800. Es ist mit 2,26 GHz getaktet und hat 2 GB an Arbeitsspeicher. Der Snapdragon S800 besteht aus 4 Grade 400 Kernen, ist also ein Quad-Core-Rechner. Um die Grafik kümmert sich der Adreno 330 GPU. Aber lassen wir doch einfach mal die Benchmarks sprechen. GFX Bench T-Rex 24 Bilder pro Sekunde im Schnitt. 3D Max Ice Storm Unlimited gibt ganze 17.728 Punkte. AnTuTu gab bei mir 28.798 Punkte. Geekbench 3 gibt im Single Core 899 Punkte, im Multicore 2.663 Punkte. Natürlich sollte man Benchmarks als Leistungsindex nicht zu genau nehmen. Aber machen wir doch einfach mal zum Spaß einen Vergleich mit zwei weiteren Top-Smartphones. Und zwar mit der Snapdragon 600-Version des Galaxy S4 und dem neuen iPhone 5S. Jetzt vergleichen wir mal die Geekbench 3 Multicore-Werte. Das S4 ist hier 50% langsamer, das iPhone nur 5%. Aber wie sieht's mit dem Preis aus? Für den Preis eines Nexus 5 bekommt man also entweder ein halbes iPhone oder gute zwei Drittel eines S4s. So viel Geld also für Geräte, die nach Geekbench 3 gleich schnell oder eher langsamer sind. Ein tolles Preis-Benchmark-Leistungsverhältnis ist natürlich eine feine Sache. Aber wie sieht es aus mit alltäglichen Dingen? Das Nexus 5 hat nur einen 2300 mAh großen Akku. Dank Android 4.4 KitKat reicht das trotzdem gut, um über den Tag zu kommen. Empfang und Sprachqualität sind top beim Nexus 5. Jedoch ist man selbst nur relativ leise beim anderen zu hören. Das Nexus 5 unterstützt bei entsprechender Netzabdeckung LTE. Man ist also pfeilschnell im Internet unterwegs. Der GPS-Empfang ist, wie man es erwartet, schnell gefunden und sehr genau. Bleibt also nur noch eine große Frage: Wie ist die Bildqualität der Kamera? Und genau diese Frage versuche ich in meinem nächsten Video zu klären.
Habt ihr weitere Fragen zum Nexus 5? Rein damit in die Kommentare. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder mich sogar abonniert.